Jo, Freunde, begrüße euch zu einer neuen Tipps- und Trickserie. Und wie ihr seht, geht es wieder mal um einen Tarpaufbau. Und diesmal habe ich es als Schrägdach gespannt quasi. Und das Ganze ist aufgespannt, ohne einen einzigen Knoten und ohne einzige Schlaufen zu machen. Ja, da schaut es. Keinen Knoten und keine Schlaufe. Ja, und zwar, ihr kennt es vielleicht von diesen Hängemattenaufhängern, diese Daisy Chain. Das sind diese Schlingen mit den Schlaufen drinnen. Und so was Ähnliches ist das da. Es gibt da diese 1, 2, 3 Seilen, nennt sie das. Die sind geflochten und haben dazwischen ein Schlingen, sind wieder geflochten, ein Schlingen. Da fällt man die durch und die spannen sie dann von allein. Ja, und ich habe so etwas Ähnliches, habe ich in einem Video gesehen, nicht auf meinem Mist gewachsen, sage ich auch dazu. Der hat das Ganze mit Knoten gemacht. Man muss auch dazu sagen, man muss das Seil doppelt nehmen. Ich habe das einmal probiert mit so einem 3mm Seil. Ein 2mm war noch gescheiter. Und wie gesagt, das braucht die doppelte Länge. Wenn es auf der einen Seite 3 Meter braucht, müsst ihr 6 Meter Schnur nehmen, weil es kriegt nur die Hälfte dann raus. Das schaut dann so aus. Da sind dann bei mir alle 10 cm habe ich einen Knoten gemacht. Dazwischen ist offen. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Da kann man dann, wenn man da oben am Baum geht, fährt man dann da zurück in ein Schlaufen, schiebt nur den Knoten durch und in dem, wo man anzieht, hält sich das selber. Und das ganze Prinzip habe ich da angewandt, jetzt nämlich bei den Seilen. Die sind auch, ich habe verschiedene Längen, habe ich mir gebastelt. Und es gibt da mehrere Möglichkeiten, dass man da am Anfang, ich habe halt gleich mal schlafen lassen. Andere haben da vielleicht so ein Steckerl durchbohrt und haben da ein Steckerl, dann kann man es auch theoretisch da quer durch. Könnte man da jetzt auch, wenn man da jetzt ein Steckerl durchgibt, war man auch gesichert, halt genauso. Braucht man aber gar nicht. Wie gesagt, das sind nur alle 10 cm habe ich einen Knoten gemacht. Und jetzt schauen wir sich das einmal beim Tarp näher an. Also wenn man sieht, ich habe das, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht mit einem Knoten durch und es ist gespannt. Oder man geht her, man kann da ohne weiteres die Schlauferl vorher nehmen, fährt da komplett durch. Und erst beim nächsten hängt man sie ein und dann hält es verdammt gut. Kann man das sehen, was ich da meine? Also noch einmal langsam. Wir fahren durch die erste durch. Und fahren mit dem nächsten, beim nächsten Schlauferleine. Und dann hält es verdammt gut. Muss man allerdings nicht. Es reicht auch, wenn man hergeht. Man geht auf Spannung. Fährt mit den Anknoten durch, ein bisschen entgegenrichtung ziehen, sie verkanten sie und das Ganze halt pipi feinst. Und beim Tarperin eigentlich dasselbe in grün. Jetzt fährt es da. Die könnt ihr euch ringen lassen, schaut wie lang die bei mir ist. Jetzt fährt es da beim Schlauferl durch. Ein bisschen mehr dran. Braucht es nicht die ganze Schnur durchfahren, nur das, was braucht. So. Und jetzt sind wir da her, wollen wir spannen. Dann gehen wir wieder her. Machen da wieder auf. Fahren da mit dem Knoten durch. Und das war es im Endeffekt schon. Das halt schon. Das war's.
Ja, und so könnt ihr euch natürlich verschieden lange machen. Ich habe da noch eins mit 4,5 Meter. Das heißt, ich brauche 9 Meter Seil natürlich. Wie gesagt, ich habe ein 3 mm, ein 2 mm reichert. Dann ist das auch viel leichter. Und ist eigentlich Watschen einfach zu machen. Wie gesagt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das auch bei wem gesehen. Und wie man sowas jetzt bindet, kann ich auch noch schnell zahlen. Da habe ich auf alle Fälle mal ein bisschen Orange mitgenommen, dass man das schöner sieht. Das nehmt ihr so lang ihr wollt. Ja. So lang ihr wollt. Da habt ihr die Enden. Nehmt ihr es da, macht es einmal auf der einen ein Schlauferl. Das mache ich eigentlich nur, dass man es schöner nehmen kann. Und jetzt alle 10 cm macht ihr dann Knoten rein. Müssen ja nicht alle 10 cm gleich sein, aber das soll dann alles, könnt ihr es auch alle 8 cm machen. Das ist egal. Je mehr drin sind, desto länger müsst ihr die Schnur lassen, weil es verbraucht natürlich auch mehr. Und da gibt es jetzt noch einen Trick, wie man das am besten mit den Knöpfen im selben Abstand macht, das zeige ich euch gleich. So, jetzt habt ihr mal den einen Knopf drin. Den machen wir wieder auf. Den ersten Knopf habt ihr drin. Und jetzt, wo jetzt die gleichen Abstände, legt euch den Knopf da zum Finger, wickelt das so da einmal drüber, über den Finger, dann nehmt es, steckt es durch und macht den Knoten rein. So, dann nehmt den über einen kleinen Finger, macht es schlafen, steckt es das wieder durch. Na komm, werde nicht. Und so gehen wir dieselben Abstände und so geht es weiter. Das geht normal relativ flott. Klar, wenn ihr es natürlich 30-40 Knoten machen müsst und dann habt ihr immer eigentlich einen schönen Abstand. So soll es sein. Ja Freunde, ihr seht, das ist alles Watschen einfach. Halt da bombenfest, da kann auch der Wind gehen. Das ist wurscht halt. Und ich hoffe, es könnt damit was anfangen. Einmal wie was Neues sagt, wie man überhaupt keine Knoten und keine Schlingen baut. Gut, die Knoten muss man vorher machen, aber nicht, wenn man draußen ist, braucht es keine einzige. In dem Sinne sage ich wieder danke fürs Zuschauen und viert's gut.